Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed. Wie ihr seht, hat unser Exige sich leicht verändert. Ich habe sie so ein bisschen dem Nahkalkkarren angepasst. Der ist ja mattschwarz, ist der, glaube ich, mit halt so ein paar Sachen. Weniger ist mehr, schwer. Absolviere die Route so schnell du kannst, komme innerhalb des Zeitlimits ins Ziel, um zu gewinnen. Das machen wir jetzt. Ich denke, das ist der letzte Part. Ich hoffe es. Ich hatte es im letzten Part schon gehabt, zugegeben. Aber dann passiert noch sehr, sehr viel. Und immer mehr und immer mehr. Ich würde sagen, wir starten das Event einfach mal. Übertrifft die Vorgabe mit Amy und Nakai-san. Dann zeig mal, was du drauf hast. Besser fährt sie jetzt auch in ihrem Butzenwagen, den sie die ganze Zeit gebaut hat. Das Ding ist echt zügig. Ich glaube, sie fährt ihren Butzenwagen. Also ihre S. Ist es eine S14 oder eine S15? Ich bringe die Wagen mal durcheinander. Auf jeden Fall mit einem. Ne, ist es nicht, okay. Puh, Amy! Ich hoffe, dir geht's noch gut. Sind natürlich wieder fast 20 Kilometer gewesen. Ich habe keine Ahnung, was sich die Entwickler immer bei. Alter! Ich habe einen riesen Flügel drauf, einen riesen Diffusor dran und einen riesen Frontspoiler dran. Das Ding hat trotzdem Auftrieb wie Sau. Wobei. Okay, lenken, nein. Aber der fährt echt zügig. Also das Ding ist schnell. Das ist ein Zeitrennen. Man hat echt nicht viel Zeit, möchte ich mal kurz anmerken für... Alter! Ich wollte schon gerade sagen, ich habe auch nicht gebremst. Nein, habe ich nicht, aber trotzdem ist das... lenken eher so, nein. So, und bei dem Ding wäre ich besser auf Zeit gegangen, glaube ich. Hallo. Also der ist sehr nervös. Der fährt sich komplett anders als alle anderen Autos bisher. Und fährt mit 360 der Haufen natürlich. Nur vor allem auch. Ist ja auch nicht maßlos schnell, das Ding. Alter, ah Gott, ey. Ja, aber der fährt nicht schön... Kurven und sowas. Also der fährt geradeaus. Ende. Der fährt selbst mit Drift kaum eine Kurve. Also selbst mit hart Bremsen fährt er kaum eine Kurve. Bremsen sind bei dem Ding auch gar nicht so hart, ne? Hallo. Ich lenke nur nach rechts. Er fährt einfach stumpf geradeaus weiter. Meine Güte, ey. Aber sackschneller Wagen auf jeden Fall. Von der Beschleunigung her... Das härteste, was wir so haben. Oder was ich so in der Garage jetzt habe. Endgeschwindigkeit ja nicht. Wir haben ja scheinbar irgendwas, mit dem wir schon mal 460 oder so gefahren sind, wie ich es so richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, das ist ein Bug, weil ich glaube, wir haben nichts, was so schnell fahren könnte. Nur ansatzweise. Ich denke, 360 war bisher immer so unsere Höchstgeschwindigkeit. Wir haben noch 7 Kilometer und wir haben noch ca. 2 Minuten. Das ist relativ gut. Weil es ja auch relativ alles Highway hier ist. Und relativ ist relativ. Hallo. Weißt du, ich möchte nicht immer so viel bremsen, aber dann fahre ich halt gegen eine Wand und bremse halt echt mehr. Das ist auch nicht klug. Weißt du, wenn das einfach funktionieren würde, dass das Ding ungefähr dahin fährt, wo ich hinlenke. Ich weiß nicht, ob ihr bei 300 plus schon mal einen Lenkbefehl gegeben habt. Dann war das Auto aber ganz schnell unangenehme Sachen. Mit unangenehm meine ich, das fährt sehr schnell in die Richtung, wo ihr hinlenkt. Und wir haben hier so breite Reifen drauf. Wobei haben wir eigentlich gar nicht, ne? Die Achse ist gar nicht so breit. Man kann ja auch nicht die Breite der Reifen verändern, sondern nur das Spurmaß. Also... wie weit die Reifen drin oder draußen stehen, aber nicht wie breit sie sind. Was ich auch sehr befremdlich finde. Aber eigentlich könnte es unter dem Arm ja richtig breite Reifen fahren. So ist zumindest meine Ansicht dazu. Aber was weiß ich schon. Ich bin ja nur so ein Basteljunge. Gut, dann wird das Ding... Hallöchen! Dann wird das Ding wahrscheinlich auch noch beschissener fahren. Also lenken vor allem. Ja, knapp 30 Sekunden noch gehabt, oder? Ja gut, 27 oder so.
V-Max und dann voll durchgezogen. Immer das Gaspedal am Anschlag. Ja, das war wirklich Gas. Ja. Fast Level 51 geworden. Ich dachte ehrlich gesagt, auf 50 ist Feierabend. Hey, ich muss zugeben, ich hab dich für einen Möchtegern-Speedfreak gehalten. Aber du hast durchgehalten. Gefällt mir. Willst du mich verarschen, Ames? Wir sind irgendwie richtig gute... Alter, der macht aber schnell Drifts. Wir sind irgendwie richtig gute Mates und jetzt flamen sie uns, oder was? Wir haben keine Herausforderung gerade mehr. Okay. Haben wir hier irgendwo ein Drag Race? Frage für einen Freund. Das ist ein Rundkurs? Ich weiß nicht mal, wie die Drag-Dinger aussehen, ehrlich gesagt. Das ist ein Drag, oder? Ja. Machen wir das mal kurz. Nehme ich euch nämlich mal kurz zum Drag Race mit und zeige euch, dass das gar nicht mehr so viel Spaß macht. Ja, der Mucker an. Das war Beleuchtung. So. Drag Race Speed Tunnel. Race bis zur Ziellinie. Ja, das steht so. Schon relativ spät übrigens. Erstmal musst du hier hinfahren. Dann darfst du hier so stehen. Und darfst hier halt hochschalten. Was irgendwie keinen Sinn macht, weil das ist halt ein fucking Automatik. Also warum solltest du... Also, du kannst ihn halt auch beim Drag Race einfach stumpf automatisch fahren. Dann haben wir mal kurz eine Endgeschwindigkeit rein, eine V-Max. Und haben das geschafft. Er ist noch gefahren, Alter. Ja, gut. Ist aber wirklich nicht so langsam gewesen, Junge. 2 Sekunden sind zwar eine Welt halt, ne, aber schon in Ordnung. So, haben wir jetzt bitte 51, nice. Irgendwas hat er eben geblunken. Und? Drüber nachgedacht? Ich will ihn einfach nicht verletzen. Spielst du auf beiden Seiten, verletzt es beide und lässt dich schlecht aussehen. Ja, du hast recht. Ich gehe die Sache heute an. Hey, hab von der Party gehört. Ruft er mich wegen der Einladung an? Nein, du musst meine Wäsche aufhängen. Lustig. Ist nur Spaß, Spikey. Und jetzt kommt ihr und Robin sofort hierher. Gilt auch für dich, Anfänger. Verdammt, du bist gar kein Anfänger mehr, oder? Super. Wir also eigentlich habe ich euch alle komplett im Grunde Boden gefahren. Ja, bis dann. Gut, okay. Robs und Spikey starten durch. Das wird eine tolle Nacht. Bis gleich. Ich habe nicht so das Gefühl, dass Robs und Spike durchstarten. Ich habe eine Vermutung, aber ich behalte sie immer für mich. Und wir teleportieren uns mal kurz dahin. Und machen das hoffentlich fertig. Kommt ja, glaube ich, nur noch ein Event jetzt. Ab in der Garage. Hallo Freunde. Gibt es jetzt erstmal richtig Schlägerei, weil Spike schon wieder komplett durchdreht? Hey Mann, Amy ist da drüben. Sie ist echt dankbar für das, was du für sie getan hast. Wie wir alle. Komm. Na, ich glaube Spike nicht. Ich spreche deine Sprache übrigens immer noch nicht. Yo, du bist jetzt einer von uns. Mikasa, Tsukasa. Das ist ja inzwischen noch mehr meine Werkstatt als eure. Ich spreche die Sprache nicht. Wir sind die nächste Generation, Mann. Danke, Amy, aber er ist untertitelt. Kampai. Aber ich mag kein Campari. Ah, das war's. Ikonische Schraube. Werde zu einer Schrauber-Ikone. Okay. I think.
Gewinne ein Spontan-Drift-Event dreimal nacheinander. Ich weiß nicht, was ein Spontan-Drift-Event ist. Aber ich wollte euch noch zu einem Drift-Event nehmen. Tatsächlich. Das heißt, wir nehmen hier dieses gar nicht OP-Auto. Ja. Und suchen uns dann hier kurz ein Drift-Rennen raus. Zum Beispiel das hier. Das ist schwer. Ich behaupte mal, das ist nicht schwer. Okay? Also gar nicht. So überhaupt gar nicht. Aber gucken wir uns das mal an. Und ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr das jetzt schwer fandet, ja? Drücken wir einfach Start. Und dann drücken wir hier mal auf Musik. Und 170.000 Punkte. Okay, muss ja ein sehr langes Rennen sein, ne? Ich weiß nicht, so 15 Kilometer schätze ich mal, Minimum. Oh, nee, ist sogar nicht so lang, okay. Kann ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht daran erinnern. Okay, das war schon mal kein guter Start, gebe ich zu. Ich habe in solchen, also in den Kurven, wie sie da vorne gleich kommen, habe ich schon öfters mal geschafft, 40.000 Punkte zu verlieren, weil ich halt einfach an eine Wand gehämmert bin und habe trotzdem dreimal so viele Punkte geschafft. Okay, dann stehst du halt komplett im Weg, Herr Taxi. Ich wollte gerade sagen, ich bin eigentlich schon in der Nähe von der Gruppe, ne? Das war ärgerlich, aber halb so schlimm. Problem ist halt bei den Dingern hier immer in der Gruppe zu bleiben, weil die halt echt nervig weit auseinanderfahren. Gefühlt habe ich noch keinen M4 im Spiel gesehen, der nicht von einem Spieler gefahren wurde, ne? Also so meine ich das jetzt. Moment. Ja, ciao. Was auch immer das jetzt ist. Und warum auch immer Robin angerufen hat, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber gut. Ich sehe gerade, dass das Event hier doch noch eine ganz andere Ecke ist, weil ich werde hier auf keinen Fall dreimal so viele Punkte machen. Wie sonst. Also die Punktzahl zu schaffen sollte trotzdem relativ easy sein. Aber ich werde hier auf keinen Fall dreimal so viele Punkte schaffen. Auch unter anderem, weil die Jungs nicht hinterherkommen. Und weil ich halt richtig viele Punkte schon mal verschenkt habe. Aber, also auch damit hätte ich die nicht geschafft. Mann, wir haben noch 4 Kilometer. Das ist ungefähr die Hälfte. Und ich habe... Ja, danke, dass das nicht einfach aufgehört hat, dann irgendwann zu zählen, sondern gezählt hat, bis ich in die Wand gecrashed bin. Was ja auch gar nicht komplett dumm war, weil ich überhaupt nicht mehr gedriftet bin. Aber gut, 8000 Punkte kann man verschmerzen. Aber ihr seht, was ich meine mit, dass das Auto sehr OP ist, oder? Also ich meine, wir haben sehr viele Punkte. Und wir haben jetzt nur noch 3 Kilometer. Und ich weiß nicht ganz genau, warum ich die ganze Zeit nicht in der Gruppe bin. Obwohl ich halt quasi in denen stehe. Also ich muss sagen, Drift Trains sind echt schon so die Sachen, die echt noch ein bisschen anstrengend sind zu fahren. Weil man halt relativ auf die Gruppe angewiesen ist, dass sie geil beieinander bleibt, damit man einen hohen Multiplikator kriegt. Aber halt trotzdem sind die nicht schwer. Wie man sieht. Ich meine... Ich habe jetzt irgendwie schon 50.000 Punkte mehr, als ich haben müsste. Von daher... Und jetzt kommen ja noch ein paar richtig geile Kurven eigentlich so zum Driften. Von daher alles geil. Ich bräuchte irgendwie insgesamt 340.000 Punkte, um dreimal so viele zu haben. Um doppelt so viele zu haben. Das schaffe ich nicht. Aber das ist bisher auch die höchste Zahl. Ich glaube, ansonsten braucht jemand nur so 80.000. Und so 240.000 habe ich eigentlich immer geschafft. Ja, haben knapp 100.000 mehr geschafft. Das ist jetzt nicht mal ansatzweise dreimal so viel. Nehme ich damit dann auch zurück. Aber schwer war es halt trotzdem nicht, wie man gesehen hat, ne? Gut, dann würde ich aber sagen,
Wir wechseln das Auto. Ich denke auf die Exige, weil ich die schön finde. Und dann fahren wir mit der Exige das letzte Rennen. Ich denke, dass das letzte Rennen ist. Oder sollen wir nochmal auf das Anfangsauto zurückgehen, ne? So mit dem. Komm, damit hat alles angefangen, damit hört alles auf. Machen wir das so. Wo ist denn das Event? Ah, ganz oben in den Bergen, denke ich mal. Ganz oben in den Bergen. Ehrenrunde. Schwer. Fahre ein Rennen über mehrere Runden bis zum Ziel. Wer die Ziele ins Erste erreicht, gewinnt. Ah, Gott, ey. Muss ich jetzt alle gewinnen lassen, damit alle nicht weinen? Ich hoffe nicht. Ja, Freunde, wo seid ihr? Kommen wir in die Top 3 gegen Robin und die Jungs. Die Top 3? Seid nett, Leute. Ich hätte das Auto übrigens nochmal tunen können. Fällt mir gerade ein. Weil wir haben jetzt alles freigeschaltet. Also alles, alles. Alle Level und alle Missionen. Wen haben wir da gerade komplett beiseite rasiert? Warum fährt Travis nicht mit seinem Outlaw-Wagen? Das ist nicht dein Outlaw-Wagen. Das ist... Ist das noch ein Datsun oder ist das schon ein Nissan? Ich glaube, das ist... Also das ist ein GTR, ne? Das ist ein R1... Also hieß es damals schon R31? Ich glaube tatsächlich nicht. Travis ist übrigens wirklich schnell. Mit dem Eimer. Also wirklich, wirklich schnell. Und wir müssen 25 Kilometer fahren scheinbar. Also über 25, denke ich. Ich denke, mit den anderen Autos wäre das deutlich einfacher gewesen, oder wenn wir das hier nochmal getuned hätten. Ich weiß gar nicht, wie viel Leistung der jetzt hat. Ich habe übrigens wieder keine Musik, ich weiß. Wenn wir gleich mal ein Stück geradeaus fahren, mache ich welche an. Ich gehe mal davon aus, wir fahren irgendwie einmal durch alle Stadtteile durch, Ende. Ah ne, wir fahren einen Rundkurs. Einen sehr, sehr langen Rundkurs, wie es bei mir aussieht. Denke ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Musik und weiterfahren. Ja, wie man sieht, das Auto driftet hier auf jeden Fall nicht so gut. Von daher... Ah, das sollte hier wirklich kein Problem sein. Solange wir nicht irgendwie 8 richtig harte Unfälle bauen, sagt er und baute 9 richtig harte Unfälle. Sollte das hier jetzt nicht so die Herausforderung des Todes sein. Glaube ich. So, und wieder bergauf. Und das müssen wir zweimal machen. Toll, endlich. Also ich muss sagen, so richtig lange Rennen mag ich eigentlich nur, wenn sie auf der Autobahn stattfinden und du halt schnell fahren kannst und nicht einfach die ganze Zeit hoch driftest, runter driftest und dann wieder hoch. Weil das kostet halt richtig Zeit, ne? Aber ich denke mal, das wird hier so ein 8 Minuten Rennen plus, vielleicht 9. Dann ist der Part schon wieder zu Ende, dann kommen noch die Credits. Also ich meine, das ist cool, weil dann ist der Part noch relativ vollgestopft, aber der Part ist dann sehr lang und Credits sind da noch drin, weiß ich alles nicht. Ich muss Payback übrigens immer noch kaufen. Und warte mal, ich habe jetzt... Das ist jetzt der dritte Part im Voraus, glaube ich. Also Montag, Dienstag, Mittwoch könnte der Part hier rauskommen, eventuell. Dann könnte es sein, dass entweder heute oder morgen schon ein neues Projekt startet. Also neben Need for Speed. Need for Speed startet logischerweise... Einen Tag nachdem das hier beendet ist. Und das hier ist, denke ich, heute beendet. Außer es kommen jetzt irgendwie noch 5 Events, von denen ich weiß. Denke ich aber nicht. Wir sind ja im Endeffekt alles geworden, was wir werden wollten. Ne? Eine Outlaw-Ikone, eine Schrauber-Ikone, eine Speed-Ikone oder wie das von Travis, nein, das von Magnus heißt, keine Ahnung. Wieso hat Travis eigentlich Kontakte zu diesen ganzen Leuten? Travis hat Kontakt zu Amy, Travis hat Kontakt zu Magnus. Nicht Kontakt zu Amy, Kontakt zu Eddie. Er hat Kontakt zu Magnus. Er hat Kontakt zu den Outlaws. Das war schnell. Also irgendwie ist Travis hier so ein Schnittpunkt für alle irgendwie. 34, okay, dann sind wir gleich schon mal mit der ersten Runde durch. Dann wird das ein 8 Minuten Part. Okay.
glaube ich. 36, ich habe 35 nur mitgekriegt, wenn ich ehrlich bin. 37. Und da vorne ist Runde. Und dann versuche ich das jetzt mal unter 8 Minuten zu kriegen, weil wir sind ja eben stehend gestartet. Und jetzt können wir ein bisschen mehr Gas geben. Da sollten wir, weiß nicht, was waren das, 4 Sekunden oder so rausholen? Bestimmt. Können die Runde auch allgemein ein bisschen sauberer fahren. Oder ich baue noch 8 Unfälle. Oder das Auto fährt. Oder das Auto fährt einfach gar nicht mehr dahin, wo ich hinzeige, also wo ich hinlenke und bounce erstmal 8-mal von der Leitplanke richtig hart ab. Was auch immer das war. Sah gut aus auf jeden Fall. Meine Güte, ey. Aber kommen wir in die Top 3, da ist das Ziel echt niedrig gesteckt, muss ich zugeben. Also das Rennen ist ja nicht mal übermäßig schwer. Hallo, ich lenke, danke. Aber hier, also bei dem Subaru merke ich mit am stärksten, dass Lenken an sich weniger bringt als Lenken mit Bremse. Der lenkt richtig schön ein, wenn man bremst. Der lenkt auch relativ gut, wenn man nicht bremst. Ist ja alles. Ich wollte gerade sagen, ist ja alles gerade nicht gebremst, aber dann fuhr er auch nicht mehr die Kurve. Na, ist ja alles nicht gebremst. Jetzt muss ich bremsen, um die Kurve zu kriegen. Was, also, wie gesagt, ich verstehe nicht, wie man so schlecht lenkende Autos bauen kann. Hallo, Freund. Schalt doch runter. Nein, er bleibt in der 6 und schafft gar nichts mehr. Ich kann übrigens so nicht runterschalten. Ich konnte ja während der... Während der Drag-Rennen... Konnte ich ja schalten. Kann ich jetzt nicht. Das ist nämlich hier die Taste, um die Kamera umzudrehen. Das geht um Drag-Rennen nicht. Warum auch immer. Hallo, ich lenke. Verstehe ich nicht, aber mei. Ist ja auch nicht meine Sache, ne? Also ich muss es ja nicht verstehen, warum man ein Spiel so konzipiert. In Unreal 2 war es ja auch so, dass die Autos sich während des Drift-Events komplett anders verhalten haben als während der freien Fahrt oder... Hallo. Während eines anderen Events. Und das war in echt vielen Need for Speed-Teilen so. Ich glaube sogar in Shift 2 war es so. Und Shift glaube ich auch. Wenn es ein Shift... Gab es ein Shift-Drift-Events? Ich glaube nicht. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. In Shift kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Ich weiß nur, dass ich Shift 2 deutlich besser fand. Weil ich Shift 2 halt an sich eins der besten Need for Speeds fand. Wobei das weniger mit Need for Speed an sich zu tun hat, sondern damit das Schiff einfach an sich ein gutes Spiel war. Von den Need for Speed würde es auf jeden Fall deutlich hinter Heat und dem hier kommen. Deutlich. Aber von den Spielen an sich ist es halt deutlich vor denen hier. Also für mich war Need for Speed halt einfach immer so ein Tuning-Spiel. So, wo du ein Auto genommen hast und hast du dann richtig umgebaut, ne? Underground 2-Style halt. So wie das hier halt auch. Ich glaube, deshalb hat mir das ja auch sehr gut gefallen. Das ist das erste Mal, dass wir so im Halbhellen fahren, oder? Ist die eine Nacht jetzt vorbei, in der wir einfach alles abgeräumt haben? Irgendwie geht gerade die Sonne auf, kann das sein? Ja, da geht die Sonne auf, nice. Da ist noch der Mond am Himmel und die Sonne geht trotzdem auf, okay. Gut, ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir hier sind. Geografisch gesehen, okay, wir schaffen auf keinen Fall 8 Minuten. Und das war 35. Okay, wir sind eine ganze Ecke langsamer geworden diese Runde. Gut, ich hatte aber auch diesen bösen Bouncer mit der Leitplanke und an sich bin ich auch nicht übermäßig gut gefahren. Da muss ich echt einen Ass einmal zwingen, dass er hin und her schaltet. Das ist doch Kacke. Fertig. Ehrenrunde. 8 Minuten 18. 12K gemacht, was nichts ist im Endeffekt. Killer Drifts. Du hast drauf in jeder Kurve 1 plus. Nein, nein. Definitiv nicht. 82.000 Punkte gemacht, warum auch immer. Nichts gemacht im Endeffekt. Hey, wartet mal alle. Fahrt nicht zu weit weg. Ich habe was organisiert. Alles klar, ich melde mich gleich bei euch. Das ist dein Ernst?
gesagt, hä? Es gibt nichts Besseres, als mit seinen Leuten zu fahren. Mhm, bin dabei. Aber zufällig weiß ich, dass du uns nicht alles sagst. Ken hat's verraten? Okay, dann sage ich's. Ein letztes Rennen. Wir sechs und Ken, Magnus, Risky Devil, Nakai-san und Mr. Morohoshi-san. Mr. Moro, was weiß ich wer? Spike, manchmal bist du so neben der Spur. Das ist mein Mädchen. Du hast echt gezaubert, Robs. Wir sind drin. Okay, es gibt noch ein Event. Woo! Wie lang ist das? Es ist lang, oder? Es ist sehr lang. Das ist mit Sicherheit richtig lang. Ich würde gerne wissen, wie lang es ist. Wir machen das in diesem Part noch, komm an. Ich habe jetzt keine Lust, noch ein Part zu machen, Alter. Also ich entscheide vielleicht auch gleich spontan, wenn das dann irgendwie 25 Kilometer lang ist, dann machen wir es nicht mit diesem Part. Aber ansonsten machen wir es diesen Part noch. Wenn es jetzt so 8 Kilometer wäre cool. 5 wäre besser, 8 wäre okay. Gewinne das Rennen gegen alle Ikonen. Eben mussten wir nur Dritter werden, by the way. Ich habe noch nicht getuned, fällt mir gerade auf. Wie lang ist das Rennen? Vergiss es, 33 Kilometer mache ich jetzt nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.